Herzlich willkommen, mein Name ist Mike Gebauer und heute drehen wir ein komplett neues Format mit Mois. Du bist der allererste, der dabei ist. Und wir haben hier eine Box vorbereitet. Da kommen deine Hände gleich rein. Mike Gebauer Box. Das sieht aus wie Dings, Bruder, wie so Wein. Kennst du diese Plastik? Ah, ja, okay. Für 2 Euro. Ach so, du meinst so eine Weinkiste, wo man draus... Genau. Ah, okay. So Mallorca. Ich dachte, das wäre sogar sowas. Nö. Wir haben jetzt nämlich etwas Grandioses vor. Okay. Du musst Uhren ertasten. Also ich lege hier jetzt eine Uhr rein, okay. Du weißt nicht welche. Okay. Und nur mit den Händen musst du irgendwie... Kann ich noch was sagen? Ja. Ich bin seit einer Woche umgezogen, meine Nägel wachsen sehr schnell. Nein, das sieht man nicht. Egal, aber ich will es nur sagen. Ich habe diesen Nägelschneider verloren. Ich finde ihn nicht. Ich muss jetzt einen neuen kaufen. Deshalb schauen meine Nägel so aus. Ich entschuldige mich vielmals. Ja, das sieht man nicht. Das ist kein Makroobjektiv. Okay. Okay, wir fangen mit der ersten Uhr an. Du drehst ja am besten einmal ganz kurz um. Wir fangen leicht an, okay? Wir fangen leicht an. Das wird. So, wir fangen an mit der ersten Uhr. Du kannst die Augen aufmachen und kannst jetzt die erste Uhr ertasten. Okay, das ist schon sehr spannend, muss ich ehrlich sagen. Das typische. Oh, deine Lieblingsuhr, oder? Das ist tatsächlich eine. Ah, du willst mich irritieren. Nee, das ist eine Datejust. Das ist eine Datejust. Sogar eine Iced Out Datejust. Eine Iced Out Datejust, warte. Okay, sogar das Ziffernblatt ist verändert. Man kennt ihn, ja. Man kennt den Hasen. Aber ich muss sagen, die ist voll schön, Bruder. Wir haben hier einen tollen Pavé-Besatz. Ziffernblatt ist auch super klar. Unnormal klar gemacht. Also so eine gute Arbeit habe ich gar nicht gesehen, sage ich dir ehrlich, bei Datejust gar nicht. Was kostet der Spaß? Wie immer 18. 18 ist eine schöne Uhr. Wenn man gerade so ne, diesen Doch, Vibe feiert ist, und so. Also wenn man nur flexen will. Und so guck mal, wenn du die am Handgelenk 20, hast, ja. Mal schön. Also ich finde, die ist krass. Machen wir weiter mit der nächsten. Ein Punkt für Mois. Haben wir schon drin? Ist drin, kannst aufmachen. Sind wir schon drin, okay. So. Oh, das hat mich irritiert. Krass, dass diese Omega-Uhren und Rolex-Uhren von Armband her so ähnlich gebaut sind wie dieses Präsidenten-Armband. Aber das ist tatsächlich eine Omega-Uhr mit diesem schwarzen Rand. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Speedmaster. Genau, ich habe sogar schwarzen Rand. Ja. Bruder, ich sag dir ehrlich, das. Also, muss ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass du die kennst. Ich habe das an der erkannt, hier hinten. Und schon. Also, die ist ja, von hier ist die sehr ähnlich wie eine Rolex. Aber das Glas das hier Glas hat, nur, anders, hat ja. nur Omega. Das ist schon cool. Bei der Uhr, das ist auch voll schön. Dieses, so das ist halt Plastik, ist Hesalitglas. Und das Schöne bei der Uhr ist, die ist aus den 90er Jahren. Und ich habe sogar noch die Originalrechnung. Boah, ehrlich? Ja, die ist aus 95, hat 1.000 Euro gekostet. Boah, krass, Alter. Ja. Das, sowas ist schön, ja. Okay, Augen sind zu. Augen sind zu, next one. Oh. Warte. Okay, das ist eine Nautilus. Ja. Eine Patek Nautilus mit, ich sage dir sogar, oh, das ist sogar die gleiche, fast die gleiche, die ich anhabe. Warte, aber mit einem Unterschied. Genau, das ist ein Modell unter meiner. Ein Modell unter meiner, ach, tatsächlich. Ja. Oder die krass. Boah! Aber die ist leicht, ne? Die ist leicht, ja. Aber. Oder dann hast du es gemerkt? Das Modell unter der ist ja genau das hier. Ja. Und Patek mit einem Chronographen hat hier 2 zusätzliche Knöpfe. Ja, genau. Hier waren keine Knöpfe. Und das hier ist das Zeichen von Patek. Deswegen. Oh, das hast du erfüllt? Ja, wie das denn? Nicht dein Zeichen, sondern. Ach so, allgemein dieser Verschluss. Verschluss. Der ist bei genau. dir gleich, ne? Genau, ah ja, okay. Ja. Okay. Also, wenn du die errätst, dann das ist schon Gottmod. Schenkst du mir dann eine Uhr? Oh. Oh. Ist auf jeden Fall eine Marke, also ist jetzt nichts so, was man nicht kennt von der Marke her, aber das Modell ist halt, da kommt man einfach nicht drauf. Boah, wie hieß die nochmal? Das ist diese gottlos hässliche Uhr, diese wie Taucheruhr da. Ich habe vergessen, wie die heißt, Bruder. Das ist keine Rolex, das erinnert an Rolex. Oder ist das eine Rolex? Das ist eine Rolex, gell? Das ist eine Rolex. Ich weiß es nicht, kann auch kein Rolex sein. Es gibt eine Person, die hat die Uhr. Die du auch kennst. Boah! Knosse hat so eine.
Und warte, das ist die hässlichste Uhr, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Mach doch nicht diese. Weil die einfach, also ich mag 70 sie auch nicht. Kilo wiegt. Warte, wie heißt die nochmal? Die heißt Dings, wie heißt die? Die Knossi hat die in Gelbgold. Yachtmaster 2. Ja, richtig. 2. Sehr, sehr stark. Oh mein Gott. Sehr, sehr stark. Boah. Sehr, sehr stark. Yachtmaster 2. So eine hässliche Uhr. Oh mein Gott. Bruder, wenn man die am Armgelenk trägt, hat man gar keinen Bock zu leben. Die wiegt halb ein Kilo. Das macht doch gar keinen Spaß. Stell dir vor, du gehst irgendwo und haust dich an. Tür ist kaputt. Okay, ist die Uhr drin? Uhr ist drin. Aha. Ja. Es wurde ja auch Zeit für eine AP. Hat man lange nicht gehabt. Es ist eine AP Royal Oak, die Standardgröße, die man auch zu Iced Out macht. Ich weiß ja, nicht mehr, genau. Wie die bezeichnet. 15400 ist. 15400, genau. wenn ich das mit anderen spiele, die werden gar, also selbst auf Modellbezeichnungsebene. Bruder, das ist ganz, ganz hohes Level hier, was an Uhren an den Tag gelegt wird. Weißt du, wie ich erkannt habe, dass es diese ist? Auch ein Glas hier hinten. Ah, weil du gefühlt hast, okay. Ja, ist Glas, ja. Aber das ist auch eine sehr gute schöne Uhr. Sehr schöne Uhr, sehr wertstabil. Als wir uns damals das erste Mal getroffen haben, lag so eine Uhr bei 17, 16. Das ist geisteskrank. Und also weißes Ziffernblatt ist auch schön, ist halt so Einsteiger-Ziffernblatt. Ja. So, ich würde in Blau nehmen. Ja, oder Blau kostet über 10.000 Euro mehr. Blau ist so schön. Ja, aber Blau ist sehr teuer. Schön. Blaues Ziffernblatt bei AP ist so, als ob du so in blaue Augen guckst. Das ist richtig schön. Oh, doch noch. Aber welche Rolex ist das, Digga? Warte. Ist schon sehr exotisch. Ist wirklich exotisch. Ist echt exotisch, ja. Ist auch jetzt kein Standard, ne? Ist jetzt nicht im Programm von Rolex. Ist nicht im Programm. Also ist leicht modifiziert. Ist leicht modifiziert. Das irritiert mich, weil das den der Rand, ne? Die Oberfläche von Dayjust hat und den Rand von einer Submariner mäßig. Ja. Ist von der Dicke. Ja. Weißt du, man? Dieses Milgauss oder so? Sehr, sehr, sehr stark ist aber eine Dayjust. Hol mal raus. Ist eine Dayjust. Ist eine Dayjust, aber mit. Oh, krass. Mit diesem Rainbow-Setting. Die ist sehr schön. Boah. Die ist schön gemacht. Ja. Sehr schön gemacht, ja. Rainbow-Setting ist sehr schön gemacht. Dicker, aber wieso ist die so dick? Wegen dem Rainbow, ne? Nee, eigentlich. So ist normal. So ist jede Dayjust, ja? Die hat sich voll dick angefühlt wegen dem Rand. Der hat auch an Milgauss erinnert. Ja, das Gehäuse ist sehr, sehr ähnlich der Milgauss. Ja, ja. Gleiches Band. Ja, ja. Aber ich finde, das ist die schönste Dayjust wirklich jetzt. Also das ist schon sehr schön. Mich hat's gewundert. Dein Bruder schreibt mir, meinte, irgendwie gefällt dir. Also weißt du, was noch schöner wäre? Wenn die hier auch aus Stein wären. Ja, das wäre dann Endstufe. Ja. Wenn hier drauf auf dem Ziffernblatt auch Stein, dann also die hier waren, genau. Da drauf, ja. Dann hätte ich die auch gekauft. Ja. Ja, bis auf eine hast du alle erraten tatsächlich. Sehr, sehr war stark. War das die letzte? Das war die letzte. Verdammte Scheiße! Hätte ich Dayjust gesagt einfach. Ich habe Dayjust sogar gesagt. Ja. Mann! Sehr, sehr stark. Also die, mit denen ich das Format dann nochmal drehen werde, ich glaube, du wirst auf jeden Fall Rekordhalter sein. Ich glaube nicht, dass die zwei Uhren erraten. Also die Yachtmaster war heftig. Yachtmaster war sehr schwierig. Von daher, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Hat eine Menge Spaß gemacht. Und ja, schaut gerne bei ihm vorbei. Es steht alles unten in der Infobox. Und dann sehen wir uns das nächste Mal.